Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir haben hier noch eine Gesprächsoption, bevor es weitergeht. Lunda, weißt du zufällig, wie es kam, dass deine Licht- und Dunkelalbenfreunde zusammen sind? Du meinst Pikvir und Bela? Tja, sie wurden von der einen oder anderen Seite gefangen genommen. Oder von beiden? Sie flohen zusammen, waren auf der Flucht und sind seitdem absolut unzertrennlich. Ein Dunkel- und ein Lichtalb fliehen gemeinsam vor ihrem Volk. Gefährlich. Sich zu verlieben ist immer gefährlich. Deshalb macht's doch Spaß. Das gleiche gilt auch für heißgemachten Käse. Den Vergleich finde ich gut und passend. Lunda, was weißt du über Pirgir, den Springer? Nicht viel. Er ist nicht gerade gesprächig. Soweit ich weiß, folgte er eine Zeit lang dem Weg des Springers. Dann sah er etwas, was ihn den Weg verlassen ließ. Sofort. Weißt du, was er gesehen hat? Nicht wirklich, aber ich glaube, er sah, was am Ende des Weges war. Und es hat ihm nicht sehr gefallen. Herauszufinden, dass sie die ganze Zeit Odins Marionetten waren, muss ihm einen gewaltigen Schlag versetzt haben. Okay, das ging dann hier um Ette. Na gut. So, wir wollen ja noch nicht nach Haus. Wir wollen zur Sidequest. Da müssen wir mal gucken, ob das dann der Weg hier ist. Ah. So nah und das so fern. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Schlaflied aus Vanaheim. Ich segne die Regenzeit in Vanaheim. Worte aus einem traditionellen Lied aus Vanaheim. In Griechenland diente der Regen als Erinnerung, den Göttern zu huldigen. Beten die Menschen dieses Landes neben ihren Göttern auch den Regen an? Da komme ich noch nicht durch. Wir können denselben Weg wie zuvor nehmen. Ja, aber immer mit der Ruhe, junge Frau. Aber da komme ich immer noch nicht rüber. Okay, das heißt, letztlich komme ich hier in den ganzen Bereich überhaupt noch nicht rein. Da käme ich vielleicht hin, ich muss aber sowieso da noch hin. Ich brauche halt erstmal die zusätzliche Ausrüstung. Fertig umgesehen, Kratos? Ja, leider schon. Heißt, wir gehen hier lang wieder zurück. Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind, Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Freya schließt sich Kratos an. Durch Freyas Bündnis werden neue Kampfausrüstung und ein einzigartiger Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Ihre Schall- und Siegelpfeile eröffnen neue Möglichkeiten in Schlachten und Rätseln. Da das Bündnis besiegelt ist, kann Freya jetzt eine Vielzahl an Kampffähigkeiten und Ausrüstungen anpassen. Drücken Sie L1 oder R1, um Freya anzuzeigen. Nahkampfangriffe schlagen mit Wucht zu und fügen Gegner mit Betäubung zu. Freyas persönliches Schwert, eine Kriegswaffe und eine Stätte der Warnmagie. Verbessern Sie Freyas Schwert in einem beliebigen Laden, um Ihre Kampfstärke zu erhöhen. Drücken Sie nach unten, um Ihre Runenbeschwörungen anzuzeigen. Freyas Runenbeschwörungen bieten wichtige Unterstützung im Kampf und können durch Halten von Viereck aktiviert werden. Runenbeschwörungen brauchen Zeit zum Aufladen. Drücken Sie L2 oder R2, um einen Reiter Rüstung aufzurufen. Freya nutzt ihre Affinität zur Seidr-Magie, um eine tödliche Gaswolke heraufzubeschwören, die ihre Gegner verfolgt und auf dem Schlachtfeld für Aufregung sorgt. Finden Sie verschiedene Rüstungsteile und rüsten Sie sie aus, um Freyas Aussehen zu verändern. Sie kann auch geteilte Accessoires verwenden, mit denen ihr und Atreus Kampfstil verändert werden können.
Drücken Sie L2 oder R2, um Fähigkeiten aufzurufen. Freya besitzt einen einzigartigen Fähigkeitsbaum, der die EP nutzt, die sie getrennt voneinander im Kampf und Quests erlangt. Schalten Sie Rankenbeschwörungen, Giftangriffe, Valkyrenaktionen und andere Fähigkeiten frei. Drücken Sie X, um sich Freyas Fähigkeiten anzusehen. Viel haben wir noch nicht. Freya kann Ranken aus dem Boden wachsen lassen, die Gegner an Ort und Stelle festbinden. Finde ich schon mal gut, die hat sie ja jetzt schon. Wir haben nicht allzu viel EP, aber wir gucken mal. Freyas Ranken binden Gegner etwas länger. Freya kann Ranken beschwören, die einen liegenden Gegner packen und eine Giftwolke freisetzen. Finde ich gar nicht verkehrt. Von Freya ausgelöste Schallexplosionen besitzen einen größeren Bereich. Von Freyas Siegelfeilen ausgelöste Hexenfluchexplosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Runenpfeile verursachen erhöhten Statusschaden. Valkyrenform, um Gegner aufzuschlitzen und kämpft aggressiver auf dem Schlachtfeld, pariert öfter und stürzt sich häufiger auf Gegner. Finde ich schon mal gut. Aggressiver rein. Perfekt. Dann fand ich die Ranken auch nicht schlecht. Und den erhöhten Statusschaden. Damit haben wir sie erstmal ausgestattet. Und wir haben etwas auf unserer... Ach, guck mal, wir haben hier etwas geschafft. Drücken Sie R1, wenn wir von den Y. Habe ich den denn fertig gemacht? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moderaten Brandschaden. Ja, da müssen wir natürlich erhöht den Brandschaden reinsetzen, damit wir immer mehr Feuer kriegen. Mehr und noch mehr. So, wir haben noch was an Fähigkeiten freizuschalten. Was ist das hier unten? Drücken Sie L1 und R2 mit bloßen Händen, um die Leviathan-Axt schnell zurückzuholen und einen mächtigen Sprungschlagangriff auszuführen, der Gegner nach hinten schleudert und hohen Frost anrichtet. Den kaufen wir. Ich werde den wahrscheinlich nie benutzen, aber wir kaufen den. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Kombo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen 3x R1, dann R2, richtet hohen Schaden und Frost an und schleudert Gegner in die Luft. Den kaufen wir natürlich auch. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach einem Angriff mit der Leviathan-Axt. Drücken Sie in der neuen Haltung 2x R2, um eine Fernkampfangriff-Kombo auszuführen, die Gegner in die Luft schleudert. Nett. Alles rein da. So, und dann konnten wir jetzt hier den einzelnen nicht kaufen. Ah, beim Sprinten schon gedrückt halten, um Frost daran zu kriegen. Das kaufen wir als nächstes. Das ist gut. Denke ich. Cool. Kratos wird besser. Und ich wette, die kann die Dinger machen. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Prima. Los, meißle den Buchstaben. Ritzen Sie eine Rune in die Tür der verborgenen Kammer, damit Freya sie öffnen kann. Es ist eine Zauberformel. Ich spreche sie. Sina. Das hätte Kratos auch gekonnt. Zusammenzuarbeiten öffnet bereits Türen für uns. Ah. Macht er immer solche Wortspiele? Ja, manchmal schon. Finde ich gut. Denn dann kann ich jetzt auch wieder nach Alfheim. Und den zweiten Rochen befreien. Aber die andere Sache ist, ich muss natürlich Ausschau halten, alles zu finden, was ich bis jetzt eben noch nicht gefunden habe. Das heißt, ich muss so oder so nochmal irgendwann durch alle Gebiete durch. Mehr von diesen Ranken. Weißt du noch, was zu tun ist? Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Ein umgestürzter Baumstamm im Fluss. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Freya kann entweder Schall- oder Siegelpfeile auswählen. Mit, Pfeiltyp wechseln, okay.
Okay, da muss ich drauf achten. Und dann können wir mit dem Bötchen fahren. Interessant, dass sie mir sogar das markieren, wo ich dann das Siegel dran bringen soll. Tiere ist wirklich am Leben? Ja, nicht ganz in Topform. Er schläft jetzt in einer Besenkammer. Aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Vor allen Dingen, wie die uns nicht alles gesagt haben, nehme ich an. Atreus ist ein klein wenig geheimniskrämerisch. Habe ich schon erwähnt, dass ich Teenager hasse? Ah, ist das schön hier. Groot? Sieht ein bisschen so aus, oder? Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alfheims. Wir haben ein bisschen was zu erledigen, ich weiß. Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Ja, wir lassen erstmal hier was aufheben. Das? Das Wappen von Skirtnir. Leider nicht so schlau, wie er dachte. Skirtnirs Wappen. Obwohl er einer der ältesten Familien Vanaheims entstammt, betrachtete Skirnir sich nie als Vane. Er betrachtete sich nie als... Nun ja, als überhaupt irgendwem zugehörig, ehrlich gesagt. Skirnir hielt niemanden außer Skirnir die Treue. Er gehörte zu diesem Schlag von Intellektuellen, die einen zur Weißglut treiben, weil sie sich anderen immer gern überlegen zeigen, indem sie sich weigern, sich einer bestimmten Philosophie zuordnen zu lassen. Wenn es ein Problem zwischen zwei Parteien gab, fand Skirnir stets einen Weg, genau in der Mitte zu stehen und sich als allen überlegen zu präsentieren. Wenn ein Zaun zwischen zwei Wiesen stand, fand er einen Weg, haargenau auf der Zaunkante zu balancieren. Als Odin seinen Zorn über Vanaheim entfesselte, erfuhr Skirnir, welche Konsequenzen Neutralität haben kann. Keine Seite war sich sicher, wem seine Loyalität galt, und so vertraute ihm auch keine Seite. Was die Einherjahr anging, so würden sie ihm bei der erstbesten Gelegenheit den Kopf abschlagen. Und da die Wahnen sich weigerten, ihm Unterschlupf zu gewähren, ereilte Skirnir dieses Schicksal viel schneller, als er erwartet hatte. Ja, auch Neutralität will ausgewogen sein. Gut, wir fahren natürlich weiter. Und vielleicht alte Missstände beheben. Oh ja, Nebenquests sowieso. Junge Frau. Grundlegend und überhaupt. Außerdem will ich die Rüstung haben. Da wir momentan noch keine Rüstung aufwerten, sondern immer nur die neu gefundene benutzen, wäre das schon ganz wichtig. Etwas mehr Vitalität. So, wir müssen bis nach da ganz unten, aber wir können erstmal noch hier rum. Ich glaube, da kommen wir auch da unten hin. Ich werde mal kurz darüber. Wenn ich das richtig sehe, geht das hier oben hin. Logischerweise. Was ist das da links? Da ist auch wieder so eine Träne. Okay, aber hier kommen wir wieder nicht weiter, weil uns das Item fehlt. Da bin ich mal gespannt, was das sein wird. Ich meine tatsächlich mal irgendwann gehört oder gelesen zu haben, dass wir noch eine dritte Waffe bekommen in diesem Teil. Möglicherweise ist die dann
das Mittel zur Wahl in dem Fall. Was hast du noch zu erledigen? Ich habe etwas zurückgelassen bei den Fällen. Wo du geheiratet hast? Warum willst du dorthin zurückkehren? Um von den Fesseln meiner Ehe frei zu sein. Und von Asgard. Ich glaube, das bist du schon seit langem. Nicht völlig. Nicht genug. Führe uns. Mittel der Wahl, wollte ich gesagt haben. Freyas fehlender Frieden. Ah, Tierchen. Ja, selbstverständlich verfolgen wir alles hier. Mannheim ist echt ein schöner, schönes Realm. Planet, was auch immer. Mein das Volk besiedelte diesen Fluss vor sehr langer Zeit. Tausende pilgerten auf ihm zum Schrein der Verehrung. Doch dann kamen die Asen. Das ist alles, was blieb. Ein Odinsrabe. Okay. Es gibt zwei in dem Gebiet. Und ein bisschen was zu finden. Alles klar. Also jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir an Land gehen können, um an den Odinsrahmen ranzukommen. Da wir unsere Axt nicht benutzen können. Solange wir im Boot sitzen. Also von da oben wahrscheinlich. Freya, heißt, dein Bruder sagte da etwas. Die Asen haben ihn verbrannt. Ja. Wir waren noch nicht im Krieg. Aber die Vanen und die Asen pflegten eine lange Feindschaft. Freyr dachte, er könnte die Beziehungen verbessern, wenn er unsere Magie mit ihnen teilt. Vanentechniken für reiche Ernten. Genug, um die ganze Bevölkerung zu ernähren. Als Dank dafür zündeten sie ihn an. Es stimmt. Die Asen waren zu undiszipliniert und ungeduldig für feinsinnige Vanen-Zaubersprüche. Als also alles schief lief, schoben sie ihrem Lehrer die Schuld zu. Also war Freyr ein Gast, als Odin ihn verbrannte? Nicht ganz. Odin sperrte Freyr nur zu gern ein. Er sah das Potenzial der Magie und wollte mehr wissen, als nur, wie man Ernteerträge steigert. Es war eine Bande aus niederen Asen, verbittert und kurzsichtig, die ihn fesselten und in Brand steckten, als Strafe für die Sabotage, die er in ihren Augen begangen hatte. Offensichtlich überlebte er und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Na, doch toll. Ein solcher Affront machte einen Krieg unvermeidbar. Freyr war danach nicht mehr derselbe. Zumindest für eine Weile. Seine Sorglosigkeit verwandelte sich in Albträume, Verfolgungswahn und Wutausbrüche. Das entschuldigt nicht, was er bei meiner Hochzeit sagte. Aber ich verstehe, woher sein Groll kam. Mhm. Ihr hört es auch, oder? Irgendwo da. Das bereitet mir ein wenig Sorge. Kratos wird immer besser. Ah, Schatten. Menschliche Häscher, die die Verderbnis durch die Seder-Magie vollkommen akzeptiert haben und dadurch umso gefährlicher sind. Sie bevorzugen den Kampf aus der Distanz und schleudern ihren Gegnern Zauber entgegen. Meiner Meinung nach ist dieser Kampfstil bei ihrer voranschreitenden Verderbnis etwas feige, aber ich beherrsche auch keine Magie wie sie, also kann ich mir wohl kein Urteil darüber erlauben. Bevor Schatten angreifen, sprechen sie einen Zauber von explosiver Seder-Magie. Solange sie noch damit beschäftigt sind, kannst du sie attackieren. Ansonsten mach dich zum Ausweichen bereit. Wenn sich ihr explosives Geschoss geformt hat, kannst du ihren Wurf vielleicht noch mit einem Distanzangriff stören. Ah, die erste Stufe von denen ist aber noch recht witzlos. Das heißt, was ich da höre, ist ein Zauberer von ihnen, ja?
Ziegelfeile von Feuer mal Flammenstoß auszulösen. Ach so. Sehr schön. Wir kommen näher. Da stehen sie. Der Gesang eines Nicker. Sei auf der Hut. Wo ist er? Aua! Eigentlich Verschwendung. Okay, von irgendwas. Okay, Moment. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier. Ist gut, dann habe ich wenigstens den Stein nicht verloren. Das lief irgendwie falsch. Da muss ich nochmal schauen. Jetzt viel zu viele Gegner. Ich brauche ein bisschen Feuer. Und die Warnpfeile. Aber erstmal muss ich den Sänger finden, der sie unverwundbar macht. Der Gesang eines Nicker. Nimm dich in Acht. Jetzt ist Ruhe. Oh, den habe ich bis hierher gespürt. Okay. Er darf sich nicht heilen. Moment, nein. Ich muss wieder die Spartasrage umstellen. Warum kriegt er keinen Schaden? Aua. Hinter dir, Vorsicht! Von links! Ah! Doch, ich noch eins. Nee, lass ich durchgehen. Bin ich tot. Okay, da gibt es auf jeden Fall noch mindestens einen, der sie schützt. Sind also zwei. Nicht nur der eine links, sondern auch noch einer rechts. Ich liebe sowas. Vor allem sind die versteckt. Der Gesang eines Nicker. Sei auf der Hut. Endlich! Da! Achtung! Hinter dir! So, jetzt läuft das Ganze ein bisschen besser. Ach so, okay. Rechte Seite, Bruder. Jetzt verprügeln wir so. Okay, da muss man einfach von denen weg, wenn die sterben. Alles klar. Noch eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen.
Lass mich erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Gut, wenn man die Kleinen ausfindig machen kann, dann ist das alles relativ einfach. Da hängt irgendetwas vom Baum über uns herab. Könnte nützlich sein. Ja, Moment. Erstmal muss ich gucken, wie ich... Komme ich bis dahin? Nein. Das heißt, aber da komme ich hin. Ah, da komme ich nicht hin. Moment. Ah. Jetzt verstehe ich. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Na toll. Ich habe sowieso einen verkackt. Der ist mich da in den Baum gelandet. Okay, das ist im Prinzip, wie es funktioniert. Ja. So. Treffen ist halt das Problem. Ist vielleicht sogar zu nah. Ah, doch nicht. So, und dann. Das hat wohl geklappt. Ist mir aufgefallen. Bestimmt ein Drauge. Na, also hat geklappt. Kein Drauge. Griff des gefallenen Alchemisten. Ein Griff, ursprünglich von einem Alchemisten geschmiedet, der zur Verlängerung der Lebenszeit mit Runenmagie experimentiert haben soll. Libertan-Axt. Axtzusatz. Wie viel weniger Stärke haben wir denn? 3. Dafür kriegen wir viel mehr Vitalität und mehr Glück. Hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Treffer mit der Schlangenschlinge. Das sind die Schlangenschlinge. Müssen wir mal gucken, was das ist. Ah, Moment. Rea hat noch irgendwas. Ach, wir haben verschiedene. Versprochene Qualen, Waffenrock. Ein Waffenrock genäht voller Trauer und mit dem Schwur auf Rache. Na. Zerfetzte Hexenkleidung, Kleidung, die einen Träger an bessere Tage und einfache Zeiten erinnert. Und der Kriegerkampfanzug, eine Rüstung von jemandem gefertigt, der bereit ist, den Kampf zu Ende zu bringen. Das ist reine Optik. Krieger. Kam als Valkyrie wieder in unser Leben zurück. Dann nehmen wir das auch. Accessoire. So. Da müssen wir jetzt wieder gucken. Siegelpfeile verursachen erheblichen erhöhten Status. Finde ich gut. Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen mehr Betäubung hinzu. Ist auch okay. Wesentlich erhöhten Status mit Schallpfeilen. Ersetzt 2 Runenpfeile und reduziert weiter die Verbesserung. Ersetzt mehr Pfeile und reduziert die Abklingzeit. Okay, ist eigentlich gar nicht schlecht. In der Abklingzeit wird der von Runenpfeilen ausgelöst Status erhöht. Ich glaube, Schalleinstimmung können wir nehmen. Noch mehr Status. Alles auf Status. Status ist gut. So, Schlangenschlingefähigkeit. Die muss ja dann hier irgendwo sein. Gucken wir mal ganz kurz. Frostbruch, Frostiger, Frostlanze, Froststachel, Flammen löschen. Na?
Schlangenschlinge, da. Halten Sie R2 gedrückt für einen brutalen Axtangriff, der den Gegner umwirft und massiven Schaden anrichtet. Ach, okay. Der zweite Effekt war mir gar nicht bekannt. Muss ich sowieso öfter verwenden. Passt doch perfekt. Das ist dann dieser hier. So, und du bist weg. Ich hätte tatsächlich mit einem Draugr gerechnet. Moment, was wäre wann wo? Zweiter? Ach so, den habe ich in der Form tatsächlich noch nie eingesetzt. Weil ich immer den hier benutze. Also den aufgeladenen. Die aufgeladene Variante habe ich noch nie eingesetzt. Gut, ich habe davor nur noch die Tafel vergessen. Was Interessantes? Möglicherweise. Tod bei Ankunft. Eine Warnung an alle, die diese Landzunge bereisen. Die Toten hier sterben nicht. Regen oder Sonne, in der Hitze des Tages und der Kühle der Nacht, befolgen Sie den Willen Ihres Meisters. Geht jetzt, wenn ihr euer Leben oder den Frieden im Tod zu schätzen wisst, denn das Gefängnis dieser Magie wollt ihr nicht erdulden. Die Totenbeschwörung sucht den Boden unter euren Füßen heim. Ja, oh, sind wir mal wieder ein bisschen full life hier. So, war das jetzt schon? Guck mal, haben wir ja schon. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Da ist noch was. Linke Seite. Okay. Und da gehen wir quasi wieder an Bord. Dann fahren wir wieder einmal rum und gehen da drauf. Nehmen wir das zweite Boot. Boot, Boot, Boot. Links rum. Und dann leicht rechts halten. Dieses Wappen gehörte Odin. Ein Friedensangebot meines Volkes und verschwendete gute Arbeit. Immerhin liegt sie irgendwo rum. Odins Wappen. Als Odin die Göttin Freya heiratete, wollten die Menschen in Vanaheim, zumindest die optimistischeren, den Allvatern ihrer Kultur willkommen heißen. In einer auf tragische Weise unangebrachten Geste der Gastfreundschaft schnitzten sie dem Allvater ein eigenes Familienwappen. Ein Symbol des Vertrauens. Er dankte ihnen für das Geschenk und sobald er aus der Sichtweite war, warf er es weg. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er das Vertrauen der Wahn missbrauchte. Banause. Ach, jetzt echt? Welche Pflanze war das? Ich hab sie echt nicht gesehen. Die Dinger kenne ich noch. Da kommen Valkyren raus. Neue Wissensrolle, Gewaltlosigkeit. Das wird blutig enden. Es bleibt alleine die Frage offen, welche Seite bereit ist, mehr zu vergießen. Die Asen sind nicht für ihre Gnade bekannt. Da muss man nur die Riesen fragen. Dennoch ist unsere Welt geteilt zwischen denen, die auch nur etwas Verstand besitzen und denen, die glauben, dass Friedfertigkeit, Untätigkeit irgendwie siegen wird. Trete man diesen Wahn ins Gesicht, würden sie sich noch dafür entschuldigen, die Stiefel der Einherjahr mit ihrem Blut besudelt zu haben. Wir haben versucht mit diesen, wie soll ich sie sonst nennen, Feiglingen zu reden. Sie sind nicht zu überzeugen. Sie werden uns nicht helfen, einen Widerstand aufzustellen, der zahlenmäßig von Bedeutung wäre. Was können wir also sonst tun? Was sonst
außer die Seldr-Magie anzuflehen, das zu tun, was sie nicht tun wollen. Die alte Magie birgt Risiken, ja, aber kann jemand mit Sicherheit sagen, dass sie schwerer wiegen als die Gefahren, die uns erwarten, wenn wir rein gar nichts tun? Vielleicht werden wir uns verändern. Vielleicht werden wir den Verstand verlieren. Aber wenn das der Preis dafür ist, uns gegen die Asen zu wehren, dann bezahlen wir ihn gerne. Ich bin skeptisch, aber drücken wir mal. Oh, den habe ich bis hierher gespürt. Wo kommt der denn her, ey, Kollege? Zwei Stück davon, aber die habe ich schon auf Alfheim gehasst. Achtung, rechte Seite! Warte mal, Licht- und Dunkelalbe? Okay, ich habe da damit gerechnet, dass ein Gegner da rauskommt. Gut, der Rest der Folge wird sich jetzt nur noch mit dem beiden beschäftigen. Keine Ahnung, wie lange das von hier aus noch ist. Aber ich vermute mal, das wird nicht allzu kurz sein. Wenn ihr so keinen Bock mehr habt, mich noch tausendmal sterben zu sehen, scrollt ans Ende. Ansonsten, eine Witzke, Herr Kapitän. Was? Damit kommt der komplett... Nein, lass ich so nicht. Ich hatte ihn fast in der Betäubung. Das ist ja quasi schon fast ein Todesurteil. Ich weiß nur noch nicht für wen. Oh, ich sollte vielleicht aber meine Fähigkeiten alle benutzen, ne? Hilft. Ganz sicher. Ach, ich mach nur Spaß. Wir versuchen mal unser Glück hier. Indem wir dem mal direkt einen draufgeben. Oh, ich bin an der Pflanze vorbeigegangen. Wo ist denn der zweite hin? Bin ich da jetzt echt reingerollt? Wo ist denn der zweite hin? Der ist doch da drin? Na, nicht aufgepasst. Nee, der kommt nicht nochmal hoch. irgendwie habe ich es geschafft, nur einen von beiden rauszuholen. Ich weiß nicht wie. Aber das werde ich jetzt nicht nochmal hinkriegen, nehme ich an. Und da ist die Pflanze. Oh, sorry, Freya. Ich hab's irgendwie doch nicht geschafft, nur einen rauszuholen. Freya hatte den anderen irgendwie, ist ihn irgendwie losgeworden. Weil das rote Ding war ja immer jetzt auch wieder da. Da kriege ich dann eine Belohnung raus. Okay. Wenn ich hier an der Seite vorbeikomme, kann ich mir das vielleicht sogar nur zunutze machen gegen die Gegner. Ich habe eine Idee. Was? Kommt raus und haut mir direkt einen auf die Ömme. Moment. Meine Idee übrigens. Ich gehe einfach rüber. Und lass Freya kämpfen.
Wow. Der dunkle Alp ist auf jeden Fall gefährlicher als der andere. Wow. Hinter dir, Bruder. Nee, jetzt nicht. Leben und rüber. Ah, okay. Jetzt kann ich aber den Stein benutzen. Dann direkt wieder rüber und Freya den Rest machen lassen. Ich hatte die Axt nicht. Ich wollte den Axtwurf machen und hatte die Axt nicht. Nein. Dadurch konnte ich jetzt das Ding nicht parieren. Oh, wie schlecht. Jungs. Und Mädels. Das war echt schlecht. Ah. Gehen wir mal rüber hier. Oh, jetzt hat der andere seinen Wurf gemacht. Nein. Ich möchte bitte auch mal statt der Warnpfeile wieder die Schallpfeile haben. Ich möchte mehr Betäubung hochziehen. Also statt der Siegelpfeile die Schallpfeile. Ich hasse die. Das sind echt keine Gegner für mich. Ach komm, Freya. Lauf, Kratos, lauf! Den ersten weg. Oh fuck. Eieiei. Und er hat diesmal kein Leben fallen gelassen. Warum nicht? So, ich komme eh nicht in den Wutzustand. Ich könnte also überlegen. Laufen.
und den zu erledigen. So. Und jetzt kriege ich hier was raus. Ein bisschen Weltenstaub. Sehr gut. Meine Güte. Ich habe noch keine richtige Technik gegen die gefunden. Ich bin irgendwie... ich weiß auch nicht. Da muss ich mir noch mal was überlegen. So, das war aber tatsächlich dann die Markierung hier. Sehr gut. Und offensichtlich kommen wir jetzt auch an die beiden Punkte. Aber erst in der nächsten Folge. Und hier oben gibt es immer noch was zu entdecken. Yggdrasil-Risse zählt hierzu. Ah. Das hier ist ja wieder ein anderer Bereich, ja? Wir können auch einmal das Seil hier benutzen. Und dann gucken wir mal, wohin das führt. Oh, ich sehe da schon etwas Gift. Garten von Nordtun. Ich sehe links bösen Gegner, glaube ich. Und ich fürchte, hier wird auf jeden Fall ein Boss irgendwie lauern. Zeig mir mal die Karte. Ja, das ist sogar ein neuer Bereich, okay. Wir haben aber eine neue Fähigkeit. Was denn? Wo denn? Ach, da oben, guck mal. Ach so, am Kopf oder an den Beinen hat man einen stärkeren Effekt. Und wir können es untersuchen und können... mehr Betäubung finde ich immer gut. Und das reicht jetzt wieder nicht, weil ich ausgegeben habe. Ich bin ein Trottel. Naja, egal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, wie wir es da hinkriegen. Vielen Dank und bis dahin, euer Staffel.